Seid gegrüßt zum Türchen Nummer 7 in unserem schottischen Whisky-Adventskalender. Ich bin mal gespannt, was sich heute hinter diesem Türchen Nummer 7, eigentlich ist es ja die Schachtel Nummer 7, verbirgt. Ihr seht, einiges haben wir hier schon weggearbeitet. Ich bin mal gespannt. Ein Tag nach Nikolaus. Vor allen Dingen, all I want for Christmas is Whisky. Das steht jedenfalls hier drauf. Das ist dieses typische Blabla. Immer irgendwie ein Weihnachtsspruch. Ob man das so braucht, um in Weihnachtsstimmung zu kommen, weiß ich nicht. Ich bin schon zufrieden, wenn ich einen ordentlichen Whisky habe. Und diesmal habe ich einen Edra Dauer, 10 Jahre alt. Ja, das ist jetzt ein guter Bekannter. Ich glaube, eins meiner frühesten Videos hier auf diesem Kanal, Whisky-Videos, war ein Edra Dauer. Nun gut, den hätte ich jetzt nicht gebraucht, weil ich ihn auch immer in meiner Hausbar stehen habe. Aber das können ja die guten Macher dieses Adventskalenders nicht wissen. Und deswegen bin ich mal zufrieden. Eins ist jedenfalls klar. Es hat zwei Vorteile, dass es der Edra Dauer ist. Denn erstens, ich kenne ihn und schätze ihn und weiß also von daher, doch, das ist ein guter Whisky. Und das zweite ist, ich kann euch ein bisschen was erzählen über den, denn den kenne ich eben nun mal ganz gut. Bei einem Whisky, den ich gar nicht kenne, da kann ich auch relativ wenig drüber reden. Sobald er hier im Glas ist, entfaltet er ein kräftiges Aroma. Das merken wir schon mal, aber der kann sich noch ein bisschen hier im Glas tummeln. Ich guck mal, ob hier irgendwas Sinnvolles noch draufsteht. Hier steht nur The Distillery Edition, aber ich glaube, das ist ein ganz normaler. Ich glaube, das steht immer auf den Edra Dauer Flaschen. Also das ist die Edra Dauer Flasche ist eine bauchige Flasche. Die hat einen großen Vorteil. Man kriegt sie, ich glaube, immer noch unter 40 Euro. Das soll schon was heißen bei den heutigen Preisen. Es ist ein 10-jähriger Highland Single Malt Whisky. Und er hat 40 Volumenprozente Alkohol. Er ist gereift, ich glaube hauptsächlich in Bourbonfässern, hat aber auch einen ganz ordentlichen Anteil an Sherryfässern. Das merkt man dann auch im Geschmack. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist eine Vermählung von Bourbonfässern und Sherryfässern. Die Anteile weiß ich nicht genau. Ich glaube, es ist kein Finish. Ist für mich ein sehr, sehr typischer Scotch Whisky, also wenn man mich so fragt, was ist so für dich einer der typischsten Scotch Whiskys, würde ich sagen, da fällt mir immer dieser Edra Dauer ein. Er hat von allem so ein bisschen etwas. Was er nicht hat, er ist nicht rauchig, es ist kein getaufter Whisky, das also nicht. Aber ansonsten hat er viel von dem, was man sich so, ja, so unter Whisky eben vorstellt. Und ja, ich mag ihn, wie gesagt, ich habe ihn immer verfügbar in meiner Bar. Es ist so ein, ja, ich will sagen, schon so ein typischer Daily Whisky, obwohl wir natürlich nicht täglich einen Whisky trinken, aber das ist so einer für den Normalbedarf, den man ohne Probleme, ohne, dass es jetzt irgendwie komplexe Ansprüche einstellt oder wie auch immer, kann man den ganz easy drinking, sagt man, glaube ich, ganz entspannt genießen. Großer Teil Bourbon-Fassreifung, gewisser Teil Sherry-Fassreifung. Ich glaube, Oloroso-Sherry-Fässer, die da Verwendung finden, genaues weiß ich nicht. Die Edra Dauer-Brennerei ist so eine Vorzeigebrennerei, vor allen Dingen für den Fremdenverkehr. Ich glaube, es gibt über 100.000 Besucher jedes Jahr, weil das so eine kleine, schnucklige, geradezu wie aus einem Bilderbuch stammende Brennerei ist. Und deswegen wurde die auch 1975, die gibt es schon seit, ich glaube, seit 1825. Jetzt habe ich zwar eine Brille auf, aber das ist so klein gedruckt. Doch, 1825. Seit 1825 gibt es diese Brennerei und die sieht eben immer noch aus.
heute auch noch wie so eine typische Farmbrennerei, wie man sie sich so eben so vorstellt, mit diesem hübschen Dächlein und so weiter und so fort. Und das war auch mit ein Grund, weshalb Pernod Ricard, wie hieß der Konzern? Ja, so hieß er. 1975, glaube ich, die Brennerei gekauft hat, weil nämlich das als Touristenmagnet für Vermarktungszwecke benutzt wurde. Ansonsten hatten die eben ungefähr, ich glaube, sogar diesen Whisky produziert. Und da ging aber auch viel in die Blendindustrie da letztlich rein. Also von daher war das eher so ein Aushängeschild für den Tourismus. Und es wird dann immer erzählt, das sei, und es war wohl auch sehr lange Zeit, die kleinste Brennerei in Schottland, und arbeiteten irgendwie zwei, drei Leute, und irgendwie 20 Leute arbeiteten dann aber in diesem Besucherzentrum für die ganzen Touristen, die sich das eben anschauen wollten. Und das ging so bis 2005, da wurde dann die Brennerei verkauft, und gekauft hat sie Andrew Symington, den wir kennen als den Chef von Signatory Vintage, einem unabhängigen Abfüller. Und er ist eben jemand, der absolut spezialisiert ist auf Fassreifung. Das heißt, er hat unheimlich hochwertige Fässer, sehr viele davon. Und hat eben gesagt, so, jetzt brauche ich auch noch meine eigene Brennerei, um mein eigenes Ding da zu machen. Und seitdem gibt es also zahllose Abfüllungen, Single-Cask-Abfüllungen, oft in einer Halb-Liter-Flasche, wahnsinnig teuer. Mit ganz spannenden, interessanten Finishes oftmals und eben Fassreifung unterschiedlichster Art. Aber dieser Whisky, der also bis zur Übernahme von Symington, da gab es irgendwie immer 24.000 Stück, die wurden pro Jahr verkauft. Aber danach schoss das auch in die Höhe, und den kriegt man eigentlich auch in einem guten, gut sortierten Supermarkt. Also das ist so der Butter- und Brot-Whisky dieser Brennerei. Ja. Und dann gibt es eben noch den älteren Bruder, der ist 12 Jahre alt, also 2 Jahre älter, und hat eine längere Nachreifungszeit noch in Sherryfässern. Das ist der Caldonia. Der Caldonia, den mag ich noch ein ganzes Stückchen lieber, der ist noch sherrylastiger. So, und jetzt genug erzählt, jetzt geht's los. Über den konnte ich jetzt wenigstens was erzählen, was weiß ich, was in Nummer 8 ist, da weiß ich dann vielleicht gar nichts. Sehr starkes Aroma. Da ist Honig, da sind Kräuter, gewisse Nussigkeit ist da auch schon drin. Das heißt, man merkt, das ist ein Sherry-Einfluss, der ist sehr, sehr deutlich. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist relativ gut in diesem Licht jetzt die Originalfarbe. Ein gar nicht so heller Whisky, sondern für 10 Jahre durchaus schon eine ordentliche Farbe hat er bekommen, spricht vielleicht auch für einen gewissen ordentlichen Anteil an Sherryfässern. Auf jeden Fall sind das Fässer, da ist noch was rauszuziehen. Ja, das sind nicht irgendwelche fünfmal ausgelutschten Hogsheads oder sowas, sondern da ist noch was drin. Farbe kann er wenigstens rausziehen. 40% Volumenprozente habe ich gesagt, Alkohol. Dadurch ist er mit Sicherheit in irgendeiner Weise kühl gefiltert, aber er ist nicht gefärbt. Edradour färbt nicht. Das heißt, wir haben hier den Originalfarbton. Deswegen macht es ja auch überhaupt, ergibt es überhaupt erst Sinn, dass ich überhaupt über die Farbe spreche. Sonst könnte man sich das ja sparen. Auch eine gewisse Fruchtigkeit, ob das jetzt Aprikose ist oder Orange ist, schwer zu sagen. Auf jeden Fall riecht das Ding super. Sehr lecker. Sehr angenehm. Genug erzählt. Ich wünsche euch einen schönen 7. Dezember. Ich habe den eine ganze Weile nicht mehr getrunken, merke ich. Aber er schmeckt immer noch und immer wieder gut. Jetzt würde ich sogar sagen, da ist eine Orangennote drin, also wir haben eine fruchtige Note. Gewisse Trockenheit stellt sich ein, also erst war Speichelfluss, jetzt merkt man, wird es trocken.
was auch eben für vielleicht auch für einen gewissen Sherry-Fass-Einfluss sprechen mag. Eine Holznote ist da, eine Eichennote ist da, die merkt man auch. Tannine, aber nicht irgendwie unangenehm, nicht säuerlich, nicht beißend. Im Gegenteil, sehr smoother, 40%, aber smoother, weicher, sanfter, angenehmer Whisky, doch mit, aber mit einer Würze auch dabei, Süße dabei. Also so kann man jemanden zum Whisky trinken, fürs Whisky trinken gewinnen. Das war ein schönes Türchen, wenn ich ihn auch zu Hause stehen habe. Und wenn ich mir so dieses kleine Fläschchen anschaue, dann fällt mir ein, ich hatte den schon einmal in einem Adventskalender vor 2 Jahren oder wann, als ich einen hatte, Whiskys aus aller Welt. Da hat der Importeur oder derjenige, der das hier verkauft, die Firma Kirschwhisky, denselben reingetan. Den gleichen. Ob das jetzt so cool ist, vielleicht sollte ich dann mal demnächst von einem anderen Anbieter Adventskalender kaufen. Aber für den Normalverbraucher, der jetzt auch vielleicht nicht der große Whisky-Fan ist, der schon irgendwie auch viele Sachen in seiner Bar hat, ist das auf jeden Fall ein schönes Türchen, ein leckerer Whisky. Und von daher fand ich das ganz erfolgreich. Wir schauen mal, was es morgen gibt. Macht's gut, bleibt gesund und denkt dran, der Whisky-Freund, der ist ein Genießer, er säuft nicht. Tschüss.